Jo Leute, was geht? Und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und ja Leute, dem heutigen Video möchte ich euch nochmal eine neue Version vom Card Duplication Glitch zeigen. Ja, und mit dieser Version könnt ihr euch auch wieder im Minutentakt die Autos duplizieren. Einziger Nachteil ist, ihr braucht dafür einen Freund und ihr braucht ein iFood-Kennzeichen. Ansonsten werden alle schmutzige Kopien. Und ja, was braucht ihr denn für den Glitch? Für den Glitch braucht ihr auf jeden Fall eine volle Basis. Die Basis muss wirklich vollgestellt sein. Stellt die Basis am besten voll mit einem Easy, den ihr duplizieren wollt. Und ja, halt noch so viele Elegies, so viele Kopien, wie ihr euch dann halt duplizieren wollt. Und ja, ebenso braucht ihr halt dann noch die Hilfe von einem Freund. Euer Freund braucht irgendein Auto. Das kann auch ruhig ein NPC-Auto sein, das ist wirklich völlig egal. Und ja, wenn ihr dann soweit alles habt, dann können wir eigentlich auch schon direkt losstarten. Begebt euch einmal zu irgendeinem Elegy, einmal einsteigen und dann fahren wir einmal aus der Basis raus. So, draußen angekommen, müssen wir jetzt einmal die Fahrerseite blockieren. Das heißt, unser Freund muss dann gleich über die Beifahrerseite in unser Auto einsteigen. Einfach wie gesagt die Beifahrerseite blockieren, dann steigen wir aus und unser Freund kann ganz einfach dann einsteigen. Und mehr muss der Freund auch nicht machen. Wir begeben uns dann wieder in die Basis. Wir laufen jetzt zu diesem Auto, was wir uns duplizieren wollen. Wir laufen dann zu dem Easy hin. Einmal einsteigen. Jetzt müssen wir uns einmal ganz schnell beeilen. Wir drücken Steuerkreuz nach rechts. Einmal kurz was ändern. Fahrzeug wieder verlassen. Und ihr seht, rechts neben mir steht jetzt schon die erste Kopie. Und ja, wir machen uns jetzt schnell noch eine zweite Kopie. Dafür rennen wir wieder zu irgendeinem Elegy hin. Einmal einsteigen und aus der Basis wieder rausfahren. Draußen angekommen, dann einfach wieder die Fahrerseite blockieren, so dass unser Freund dann wieder über die Beifahrerseite einsteigen kann. Wir begeben uns dann wieder in die Basis. Steigen wir in das Auto ein, was wir uns duplizieren wollen, drücken wieder Steuerkreuz nach rechts, kurz was ändern. Bremsen oder irgendwas ändern, Fahrzeug wieder verlassen und ihr seht, da hinten steht jetzt auch die nächste Kopie. Und ja, so könnt ihr euch wirklich im ja fast schon halben Minutentakt die Autos duplizieren. Wie gesagt, ihr braucht aber ein persönliches Kennzeichen, ansonsten werden das alles schmutzige Kopien. Und ja Leute, das war's auf jeden Fall schon mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es denn so sein sollte, würde es mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr mir noch ein Abo und ein Like da lassen würdet. Und ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.